So, willkommen zu einer weiteren kleinen Mini-Session Hero of the Kingdom 3. Was wollte ich hier eigentlich? Wollte ich die angreifen oder wollte ich... Ach ja, wir wollten glaube ich die angreifen. Das ist ja der Pfad, wo wir den Schlüssel kriegen sollten, beziehungsweise zum Banditenlager kommen. Einmal lila, zweimal rot. Aber gerade so. Scheiße, wir hätten die obere angreifen können, ne? Nein! Nein! Ich brauch Kohle. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch im Angebot? Kriegen wir die Schildkröte oder die Frische eigentlich irgendwo los? Der nimmt keine Frische. Ach ne, da kaufen wir ja auch nur Shit. Ich will doch verkaufen, Leute. Essen verkaufen, was soll's. So, reicht das schon? Sehr gut. Und jetzt wieder eine Fackel. Wetten? Ah, shit. Oh, wir brauchen auch Energie. So, sehr schön. Was fehlt uns jetzt hier eigentlich? Ach ja, hier ballert er beides rein. Fisch und Pilze. Ach so, und so, okay. Aber auf jeden Fall Salz. Salz, 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 Salz. Kaufen wir gleich, bevor wir das wieder vergessen. So, was brauchten wir jetzt nochmal? Diesen lilanen. Der war ja auch, glaube ich, etwas teurer, ne? Ah, vier. Mal gut, fehlen uns. Ach, Stress, was mache ich denn? Ich glaube, das wird schon wieder in so eine Sammelaktion ausarten. Lassen die hier eventuell Reißzähne fallen? Jo. Sehr gut. Zwei Fackeln, das ist auch nicht schlecht. Ach shit, ich brauchte nur fünf Reißzähne. Nein. Voll wieder vergessen. Zweimal rot, einmal lila. Zweimal rot. Jetzt brauchen wir also noch 33 mal Gold. Scheiße, der hat der kostet einen Lebenstank. Und bringt gar nichts zu uns. Ja.
Nein! Oh, dass einfach nicht dastehen kann, was man dafür braucht noch beim Kampf. Oh, jetzt haben wir beide Heiltränke weg. Für nix. Das ist blöd. Einmal so ein lila Trank bekommen. Also noch, ich glaube, 60 Gold jetzt. Ich kenne mich jetzt besser mit Naturheilkunde aus. Das heißt, wir kriegen jetzt eventuell die blauen? Nee, okay. Schatz. Oh, da war auch noch eine Kiste. Oh, nice. Okay, ein Schatz. Zack. Ich glaube, die Höhle war das jetzt, ne? Wegen einer Ratte, wegen einer Ratte. Ein Ork. Oh, den kriegen wir so klein. Nice. Ruf die Omme. Das ist doch nicht das Banditenlager hier, oder?
Sieht nicht aus wie ein Ork-Unterschlupf aus. Das muss wirklich ein Banditenversteck gewesen sein. Ich sollte mich hier einmal genauer umsehen. Wie sind die Banditen denn hier reingekommen, wenn er sich hier rausgebuddelt hat? Der eigentliche Eingang ist verschüttet. Ah, nur ein schmaler Lichtstrahl und eine leichte Brise dringt durch das Gestein. Heute! Die Kristalle, die konnten... Hey, die habe ich doch auch schon gesehen, die konnten wir nicht aufsammeln. Die Kiste des Bürgermeisters, sehr gut. Rubine! Ich will Rubine! Einen am Ring, zwei in den Ohrringen und sieben in meiner Halskette. Es reicht, Amelia. Wenn ein Rubin dich schon so frech werden lässt, was werden dann erst sieben an dieser Stelle anrichten? Sucht euch einen Bräutigam, oder... Oder ihr werdet einen für mich wählen. Ich wusste es, der Rubin hat es mir verraten. Oh, dieser Stein hat euren Verstand völlig vernebelt. Ich hatte wieder eine Vision von der Prinzessin. Das alles ergibt überhaupt keinen Sinn für mich. Hoffentlich finde ich jemanden, der mir die Bedeutung von all dem erklären kann. Warte, einsammeln kann ich hier nicht weiter, ne? Oh, doch. Damit hat jetzt nicht gerechnet. Gut, raus hier. So. Meine alte Kiste, du hast sie wirklich gefunden. Der Bürgermeister kramte eine Weile in der Truhe und förderte schließlich den verlorenen Schlüssel zutage. Ich konnte es mir nicht verkneifen und berichtete dem Bürgermeister von meinen Visionen und Prinzessin Amelia. Ich hoffe, er hält mich nicht für verrückt. Ihr habt wirklich Visionen von Prinzessin Amelia? Seht ihr wirklich unsere Prinzessin in euren Träumen? Unsere Prinzessin Amelia? Also gibt es sie wirklich? Na toll, nun stehe ich wirklich wie ein Trottel da. Nicht mal den Namen unserer Prinzessin kenne ich. Wobei ich sagen muss, dass uns in Green Valley die Angelegenheiten der königlichen Familie herzlich egal sind. Ihr solltet diese Vision nicht auf die leichte Schulter nehmen. Alles passiert aus einem Grund, wisst ihr? Begebt euch zur Höhle hinter dem Friedhof und öffnet das Eisentor. Pizza! Kann ich immer noch nicht nehmen. Frechheit. So. Der Weg in die alte Mine ist offen. Ich hoffe, ich finde so den Weg nach Grey Valley. Schon wieder? Ich liebe dich, mein wunderschöner Rubin. Sage mir, was soll ich tun? Amelia, komm zu mir. Wohin soll ich gehen? Ich erwarte dich im verbotenen Tal. Noch eine Version. Der Bürgermeister sagt, ich solle sie ernst nehmen. Aber was soll ich jetzt tun? Ein Lebensraum. Ah, holen wir uns gleich noch einen, oder? Zank. Ach, die blauen bräuchte auch. Oh, nö. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Zweimal blau auch schon wieder.
So, da kommt Skelette, so wie es aussieht. So, da wird Sackgasse sein. Da ist Sackgasse. Also müsste ich eigentlich hier lang erstmal. Einmal lila. Ey, alles schon wieder verbraten an Kohle. Amelia, wo ist Prinzessin Amelia? Eure Majestät, ich habe sie gesehen. Sprich, wo ist die Prinzessin? Sie verließ das Schloss mit einem leuchtenden Stern in der Hand. Warum hast du sie nicht aufgehalten? Das wollte ich, aber der Ruin hat es nicht zugelassen. Es fühlte sich an, als wären meine Beine zu Stein erstarrt. Mein Lord, wir begeben uns unverzüglich auf die Suche. Gut, aber beeilt euch. Sicher ist sie ins verbotene Tal gegangen. Das ist das, was mir am meisten Sorge bereitet. Die Prinzessin ist von dem seltsamen Stein völlig besessen und hat sich auf den Weg ins verbotene Tal gemacht. Wer weiß, vielleicht habe ich diese Vision, damit ich sie finden und ihr helfen kann. Das finden wir vielleicht ab der nächsten Folge heraus. Spitze bedanke mich. Bis dann.